Ihr habt es so gewollt, also sollt ihr es bekommen. Nach Mario 64 schauen wir uns an, was Ocarina of Time so zu bieten hat. Auch hier müssen wir nun nicht die N64-Version in 1080p euch zeigen. Das habt ihr bei jedem Dummdödel-Let's Player bereits gesehen. Stattdessen schauen wir uns direkt mal Sachen an, die im Spiel nie genutzt wurden. Ich weiß nicht wie, aber ich habe zum Beispiel diesen glitzernden Rubin gefunden, der einen seltsamen Sound von sich gibt. Man kann ihn nicht einsammeln und ich bin mir unsicher, wozu er wohl gedacht war. Interessanter ist da eine ungenutzte Funktion für einen in Echtzeit berechneten Schatten von Link. Normalerweise hat Link zwei Schattensprites unter seinen Füßen, die sich der jeweiligen Lichtquelle ausrichten. Mit diesem Schatten wird jedoch ein echtes Abbild erstellt und als Sprite unter Link gelegt. Was für auch der Grund ist, warum es nicht genutzt wurde, da dadurch der Schatten zum Beispiel in der Luft schweben kann. Die Arbeit sollte aber nicht ganz umsonst sein. So nutzen Schilder im Spiel diese Schattenberechnungsmethode, damit die dynamisch zerstückelten Schilder einen korrekten Schatten werfen. Wer sich etwas mit Technik auskennt, wird erstaunt sein, dass es so früh bereits eine Methode gab, um einen Schatten korrekt zu berechnen, ohne ein Modell zu plätten, schwarz einzufärben und unter den Charakter zu befestigen. Auf das nächste Objekt habe ich mich tierisch gefreut, es selbst mal zu sehen. Ein Airwing aus Lilith Wars 64 ist im Code enthalten, komplett mit einem Bewegungsmuster und Angriffsanimationen. Als Lilith Wars fertiggestellt wurde, ging das Entwicklerteam zum Zelda-Team über, damit Ocarina of Time endlich fertig wird. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Team den Airwing programmierte als Spaß oder weil sie sich mit der Ocarina of Time Engine einarbeiten wollten. Wie cool wäre es gewesen, gäbe es den Airwing irgendwo im Spiel als Easter Egg. Wenn es um ungenutzte NPCs geht, gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von Alpha-NPCs, die man auf vielen sehr frühen Bildern des Spiels sehen konnte. Sie wirken teilweise ein wenig gruselig und sind so detailliert, wie man es von der letzten LOD-Stufe erwarten würde, bis ein Objekt halt komplett ausgeblendet wird. Tatsächlich bin ich sehr froh, dass das Spiel einen offensichtlichen Artstyle-Wandel durchgemacht hat, denn diese NPCs sehen furchtbar aus. Ebenso furchtbar ist dieser sehr frühe Kokori. Was hat er gesehen, dass er diesen Gesichtsausdruck macht? Und dieser Kokori sieht aus wie Link, wenn er aus dem Reagenzglas kommen würde. Cool ist dieses ungenutzte Item. Dieses Gras konnte man als Pfeife verwenden, um so Epona zu rufen. Fans der Reihe werden da aufhorchen, denn dieses Feature wurde dann in Twilight Princess tatsächlich umgesetzt. Nintendo ist ja bekannt dafür, viele Ideen lange mit sich rumzuschleppen. Ansonsten gibt es noch einen ganzen Haufen an ungenutzten Animationen von Link. Viele sind sehr simpel, aber es gibt auch die, wo er in eine Truhe reinfällt. Außerdem gibt es sehr viele alternative Animationen für seine Angriffe und wer auch ständig genervt war vom automatischen Kantenhochspringsystem, Link konnte ursprünglich auch sehr hohe Kanten hochspringen. Wäre praktisch gewesen. Sehr praktisch. Ach ja, und diese Idle-Animation, die ich gern im Spiel gehabt hätte. Leider gibt es kaum Beta-Level im Speicher des Moduls und die, die es gibt, sind unfassbar unspannend. Daher erspare ich euch das Ganze und wir gehen direkt zum nächsten Spiel. Denn wie auch Mario 64 hat Ocarina of Time einen Remake. Ocarina of Time 3D. Entwickelt von Grezzo wurde hier der Code teilweise 1:1 übernommen und alle Objekte und Grafiken komplett überarbeitet. So sieht das Ganze in der originalen Auflösung des 3DS aus. Und so wäre es, wenn man es aufpumpt und die niedrige 3DS-Auflösung genießen will. Aber weg mit den Pixeln, denn eigentlich könnte Ocarina of Time 3D so aussehen. Und das ist mehr als nur beeindruckend. Grezzo hat die Optik auf ein neues Level gebracht und nutzen ihren eigenen Stil, den man zum Beispiel im Garten-Speedpass-Spiel sehen kann, um das meiste aus Ocarina of Time rauszuholen. Das Ergebnis ist ein Spiel, das auf dem GameCube eines der hübschesten wäre. Aber auch hier zieht die Auflösung das Spiel extrem runter. Bevor ich euch aber das Beeindruckendste zeige, hier noch kurz ein Shoutout an die Leute, die für den Sonnenauf- und Untergang verantwortlich waren. Der ist optisch so unfassbar schön geworden, dass ich beim damaligen Durchspielen ihn gerne verfolgt habe. Wie der Himmel sich langsam umfärbt und das Licht sich ändert, ist einfach nur genial. Aber okay, ich will euch nicht weiter warten lassen. Im N64-Teil nutzten viele Innenbereiche vorgerenderte Hintergründe. Auch der Marktplatz und die Seitengassen waren vorgerenderte Hintergründe. Jetzt kommt das Coole und gleichzeitig etwas Deprimierende. Grezzo sagte sich scheiß drauf und hat diese Technik rausgeworfen, um die Hintergründe komplett neu zu gestalten. Heißt das, was ihr hier seht, wäre die Optik, hätte Grezzo alles selbst machen dürfen. Also wenn sie nicht alte Grafiken aufpolieren müssten. Ganz ehrlich, gebt mir ein Zelda mit genau diesem Stil und von mir aus setzt Grezzo an die Grafiken. Deren Gespür für Farben und Schattierung ist auf den 3DS ungeschlagen und ihre Spezialität.
Zelda Ocarina of Time 3D ist eines dieser Spiele, die man gerne mit kaum großen Veränderungen direkt auf die Switch portieren könnte. Denn die höher aufgelösten Texturen und die komplette Überarbeitung aller Modelle, sei es nun Figuren, Level oder sonst was, hat das Spiel durch und durch transformiert. Und dann rennt es auch noch mit 60 Bildern pro Sekunde. Je mehr ich mir beide Spiele ansehe, umso mehr sehe ich, wie viel Arbeit in das Remake geflossen ist. Dass zum Beispiel die Brücke im Kokori-Wald, auf dem N64 nur ein paar flache Polygone waren und in der 3DS-Version jede Sprosse und jedes Seil ausmodelliert wurde. Hier hat ein Team wirklich den Begriff Remake ernst gemeint und nicht einfach die Auflösung hochgepumpt und ein paar Effekte wie Blumen reingeknallt. Wer Ocarina of Time heute erleben möchte, sollte dringend zur 3DS-Version greifen. Hier gibt es sehr viele Orte, an denen man sich einfach nicht satt sehen kann. Und das war's mit Ocarina of Time. Weniger interessante Beta-Objekte, als ich es gedacht hätte. Ich hoffe, ihr hattet dennoch euren Spaß und wie letztes Mal wäre ich sehr dankbar, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, wenn euch das Format denn gefällt. Und natürlich nehme ich auch dieses Mal wieder Vorschläge an. Also, ab damit in die Kommentare, was soll ich als nächstes durch den Emulator jagen?